zum Fazit der Folge Indian Summer von Call of Cthulhu. Brigitte, wie hat es dir gefallen? Jetzt, wo ein bisschen Zeit vergangen ist und es hat sacken können. Ja, wir haben es ein bisschen sacken lassen müssen. Im Großen und Ganzen hat es mir sehr gut gefallen. Ich finde, ein bisschen Verbesserungs... Also, wir haben noch ein bisschen Luft nach oben. Ja. Wobei man muss ja sagen, das Spielen mit einem Spieler ist halt auch immer ein bisschen eine Herausforderung für einen Spielleiter. Weil dadurch ist doch das Ganze immer ein bisschen erzähllastiger als wie bei einer großen Gruppe, weil halt auch nicht unbedingt so eine Dynamik entsteht wie mit 3-4 Leuten am Tisch zum Beispiel oder online. Ja, aber ich habe es beim Schneiden bemerkt, dass man so ungefähr ab Ende der Folge 3, also ab da ist dann wirklich gut gelaufen. Ab da haben wir ungefähr uns eingespielt gehabt. Ich denke, wenn wir das mal fortsetzen würden, wäre es schneller. Also würden wir schneller da reinkommen. Das kommt natürlich darauf an, ob das wer sehen will. Wie es mit der Florence Hastings weitergeht, nachdem er da schon natürlich dann auch im Nachgespräch ein paar Pläne geschmiedet haben, wie es weitergehen kann. Und falls das wen interessiert, kann man da natürlich anknüpfen. Indian Summer 2. Da gibt es ja einige Möglichkeiten. Also man kann entweder mit der Florence weiterspülen. Oder wir machen einen Zeitsprung und machen einen anderen Charakter, aber mit der ähnlichen Thematik. Aber was sagst du generell zum Thema alleine spielen? Ich habe immer mit Cthulhu ist allgemein so ein Faktor, was immer recht schwierig ist. So eine Hassliebe. Ja, das ist eine Hassliebe, kann man schon sagen, ja. Es ist ja der Horror bei Cthulhu entsteht ja nicht nur noch, was sind jetzt da irgendwelche gruseligen Szenen oder da ist jetzt irgendein Viech. Finde ich nicht, dass es der Horror bei Cthulhu ausmacht. Der Horror an und für sich ist eher, dass der Charakter in Situationen geworfen wird, die nicht mehr nachvollziehbar sind für den. Wo er vielleicht teilweise gar nicht mehr handeln kann. Und das ist zum Beispiel für mich persönlich als Spieler Horror, wenn ich selber nicht agieren kann und nicht mehr weiß, was ich machen soll oder wie ich aus der Situation rauskomme. Deswegen ist Cthulhu immer so, spiele ich nicht mit jedem, sagen wir mal so. Da muss ich mich geehrt fühlen. Ja. Einer der wenigen Spielleiter, den ich sage, ja, passt. Mach mal. Und Cthulhu ist ja nicht immer brach, also nicht, ich sage jetzt bewusst nicht immer. Es gibt natürlich Szenarien oder Abenteuer, die natürlich einen gewissen Gore-Faktor haben, aber es ist eigentlich eher in meinen Augen immer so ein bisschen der subtilere Horror, der vielleicht auch nicht jedermanns Geschmack ist. Weil wie du sagst, dass das doch dann stellenweise ein bisschen an die Psyche geht und nicht immer, ich meine, wenn man die Geschichten von dem Herrn Lovecraft kennt, weiß man meistens, wie sowas endet. Ja, sagen wir mal so, vom Außen wirken die Cthulhu-Geschichten meistens eher so eher zahmer, weil sie doch Victorian Horror fast in die Richtung gehen. Es ist zwar später von der Zeit her, aber es hat so die Anklänge noch. Vom Victorian Horror, also eher so klassischer Horror, eher mehr so gruselige Geschichten, also nicht so Splatter oder so irgendwas in die Richtung. Und ja, ich finde, den richtigen Horror hat man eigentlich als Zuschauer gar nicht so, es geht eher mehr auf die Spieler. Und wenn du halt ganz alleine bist, hast du das halt potenziert, weil es ist, verteilt sich ja nicht auf verschiedene Leute, sondern du hast es konzentriert auf dich. Das stimmt, ja. Aber könntest du dir grundsätzlich vorstellen, dieses Prinzip des Spielens fortzuführen? Auf jeden Fall, ja. Es muss ja jetzt nicht Cthulhu sein. Ja, wir kennen es. Also sagen wir so, Cthulhu können wir gerne weiterspielen, vor allem wenn uns da gerne auch wer zuhört.
privat gern auch. Haben wir ja auch schon die Halloween-Geschichten gespielt, also eine davon, von den alten Halloween, nicht von den neuen 3D. Dann könnte ich mir gut vorstellen, dass wir das weiterführen. Aber wir haben ja auch einige andere Sachen, wo wir sagen können, ja, könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. 1:1 spielbar. Im nächsten Jahr wird sicher einiges an die Richtung kommen, was wir austesten. Wenn es nur als Prolog für eine Gruppe dient. Genau. Beziehungsweise, dass wir auch probieren, so Solo-Abenteuer mal auf einen Spieler, einen Spielleiter umzumünzen. Mhm. Bin schon gespannt. Also kann man gerne in die Kommentare schreiben, was die Leute oder was ihr als Zuschauer davon haltet, wenn es nur ein Spieler und ein Spielleiter ist. Ja, der Vorteil ist, ich habe mich weniger auf Charakterzeichnungen dann in der Nachbearbeitung konzentrieren können, sondern wirklich mehr als wir ein Hörspiel aufbereiten können. Mhm. Das ist halt das Angenehme, weil man die Zeit dafür hat und man weiß ja, wo was denn ungefähr kommt, was man braucht. Das ist ein bisschen leichter dann zum Nachbereiten. Also 1:1 Spiele wären dann wirklich auch so, wie das jetzt beim Cthulhu der Fall war, immer mit so einem Trailer vorher und dann so hörspielartig mit Musik unterlegt und Geräuschen, wenn es wichtig sind. Mhm. So einfach ein bisschen zu pointieren, wenn irgendwas. Genau. Ja, weil es einfach erstens mal passt zu Horror wahnsinnig gut, wenn man Horror spielen. Und man kann sich halt mehr drauf konzentrieren. Wenn nur eine Person als Spieler agiert und ein Erzähler sozusagen da ist. Aber apropos Erzähler, wie hat es denn dir gefallen? Du hast ja, glaube ich, noch nie aus 1:1 geleitet. Und wenn, dann ist es schon länger her. Kann man es nicht mehr daran erinnern. Na, also die kleinste Gruppe war das Cthulhu mit 2 Spielern. Mhm. Es ist halt in meinen Augen als Spielleiter. Als Spielleiter ist es viel erzähllastiger. Da muss der Spielleiter natürlich viel mehr machen, weil keine Interaktion zwischen den Spielern stattfindet. Das kann man schlecht sagen. So. Es ist, wenn man Alleinunterhalter für einen Spieler ist, ist einfach mehr Arbeit für einen Spielleiter. Und du hast Abenteuer selber geschrieben, war das da anders? Natürlich hat man da andere Ideen im Kopf, als wenn man jetzt was Vorgefertigtes nimmt. Und einen einzelnen Spieler in die Richtung zu bringen, die man im Kopf hat, ist natürlich wesentlich leichter, als wie 3-4 Leute dazu zu bewegen, das so zu machen, wie man möchte. Also geht's links und dann gingen 3 Spieler rechts. Das hast du halt in dem Fall nicht. Mhm. Ist jetzt vielleicht nicht jedermanns Sache, dass man da den einzelnen Spieler dann so ein bisschen railroadet, aber oft ist es gerade beim einen Spieler nötig oder nötiger als wie bei einer ganzen Gruppe. Aber ja, das Abenteuer an sich ist ja nicht komplett von mir, das hat mich ja inspirieren lassen von von Preston Child, Das Relikt. Dein oder ein kennt den Film vielleicht. Wäre wahrscheinlich auch in einer größeren Gruppe leichter spielbar gewesen, mit 2 aus dem Museum, 2 Polizisten vielleicht, die dem Ganzen nachgehen. Da wäre dann wahrscheinlich die ganze Dynamik ein bisschen ganz anders gewesen. Du sagst auch, du hast einiges kürzen müssen. Was hast du dann weggestrichen? Also mal bis auf das, dass ich, nachdem ich ausgenockt bin, ziemlich lange gelegen bin, also die zeitliche Abfolge im Kopf hat. Im Großen und Ganzen eigentlich gar nicht so viel. Also die Szenen waren einfach komprimierter. Mhm. Also zum Beispiel da das, wo du im Lager unten unterwegs bist, das wäre natürlich dann ein bisschen ausgeschmückter worden. Auch die Szene zum Ende hin mit dem Ritual wäre wahrscheinlich anders worden, wenn es eine Gruppe mit 4 Spielern gewesen wäre. Aber sonst, wie gesagt, es ist eher nur
komprimierter worden, als was wegzustreichen. Mhm. Natürlich fällt halt dieser soziale Aspekt einfach beim 1:1 weg. Was zwischen Spielern vorkommt. Ja. Gerade wenn das vielleicht Arbeitskollegen gewesen wären, dann wären die vielleicht nach der Arbeit noch irgendwo essen gegangen oder sonst irgendwas. Dann wäre das Thema vielleicht mit schlechten Träumen schon Gesprächsstoff gewesen oder wie auch immer. Das sind so die Sachen, die dann eigentlich wegfallen werden oder wegfallen sind. Ja, wobei du ja den Vorteil hast, wenn du nur einen Spieler hast, der dreht sich nicht so schnell im Kreis. Oder mehr. Ja, wie gesagt, der eine Spieler, der hat ja den Vorteil, der hat seinen Plan, zieht den durch, keiner kann ihn reinreden. Mhm. Je nachdem, was du für Nachteil sein. Ja, oder was für NSCs du einbaust. Das ist ja das, was bei mir war. Erst ab da, wo der Julian diese Verletzung gehabt hat, ja, Julian, irgendwas ist mit dem. Der verwandelt sich in ein Viech oder sonst irgendwas. Der folgt mir an, der gehört zu denen. Nein, ich glaube, es kommt immer darauf an, was für Machtgefüge du da einbaust. Wenn jetzt zum Beispiel der Direktor da viel mehr dahinter gewesen wäre und dir nicht von der Seite gewichen wäre, dann hättest du wahrscheinlich auch nicht deine Pläne so umsetzen können, wie du es machst, weil du dann immer die andere Autorität da hast, die quasi nochmal über dir steht. Mhm. So waren es jetzt zwei NSCs, die dich begleitet haben, die hierarchisch unter dir gestanden sind, die machen, was du sagst. Aber halt dann vielleicht da Einwände haben, aber die halt nicht durchboxen können, weil nicht autoritär oder nicht die Autorität im Hintergrund steht. Der Hund, der hat mir sehr an Hellboy erinnert. Ja, die optisch ist es ja auch eine Mischung aus dem Wesen von Hellboy, beziehungsweise aus dem vom Relikt. Beziehungsweise dieses Viech, was die gehabt haben bei den Gargoyles. Der Gargoyle, ja. So in die Richtung. Mhm. Aber was sagst du zu dem ersten One-on-One? Das ist voll seltsam. Ja, es ist irritierend. Ja. Ganz besonders, es ist halt auch schwer, weil ich glaube, es ist sehr 1:1 ist sehr erzähllastig vom Spielleiter. Ja, das hat man nämlich auch gedacht, so, und jetzt erzähl mal eine Zeit lang. Und dann hast du immer wieder so kleine Pausen gemacht. Und ich mir gedacht, ja, aber ich kann ja nichts dazwischen sagen. Du musst jetzt erzählen, das geht ja nicht anders. Ich kann ja nichts abnehmen. Ja, es sind halt viel weniger Entscheidungen von einer Person, als wie von einer Gruppe mit 3 oder 4 Spielern. Ja, aber man muss ja selber ein bisschen mehr Entscheidungen bringen, ein bisschen mehr nachfragen, ein bisschen mehr, einfach mehr machen. Ich glaube, das war jetzt am Anfang auch ein wenig schwierig. Ja, ich meine, wie hat es dir generell gefallen? Gut, ich bin Cthulhu schon lange nicht mehr gewohnt. Also das letzte Mal Cthulhu haben wir zwar einmal ganz mit 2 Spielern gehabt, das war Halloween, das alte Halloween, nicht das neue 3D, sondern das alte. Und davor haben wir, glaube ich, das letzte Mal gemeinsam Cthulhu gespielt, vor 10 Jahren, sowas, 15 Jahren. Also, wenn wir überhaupt schon mal gemeinsam Cthulhu gespielt haben. Wir haben schon mal gemeinsam Cthulhu gespielt, ja. Vorher oder 2 Mal. Ansonsten habe ich ja, glaube ich, 4, 5 verschiedene Cthulhu-Spielleiter gehabt. Mhm. Das ist immer was ganz Eigenes. So. Aber wie hat dir das jetzt gefallen? Ich muss sagen, ich finde die 20er ja ziemlich cool. Also 20er Jahre war das mein allererstes Cthulhu-Abenteuer. Okay. Ich kenne sonst nur Cthulhu aus der Moderne. Wobei man ja sagen muss, Aufzüge und so, das war jetzt keine freie Erfindung. Die hat es ja schon gegeben. Genauso wie in Strom. Ja. Das hat es in der Zeit auch schon gegeben. Also da haben wir jetzt nicht viel. In der Hinsicht ist nichts dazu gedichtet. Ja, was halt man immer beachten muss, ist, dass
die exzessive Nutzung von, also wie man an Informationen kommt. Man hat jetzt kein Handy dabei oder ja. Man hat nicht direkt einen Zugang zum Telefon. Man hat da teilweise nur diese Fräulein vom Amt, wo, was wir dann extra nur verbinden. Mhm. Es dauert alles immer ein bisschen länger. Das merke ich ja, wenn ich andere Systeme spiele, wo man in der Vergangenheit spielt. Das dauert bei manchen ein bisschen. Und ich finde aber, das war ganz okay. Also es war jetzt nicht so, dass er einen aufgehalten hat. Ja. Das vom Setting her so. Ja. Ich habe schon geglaubt, die stirbt da jetzt einfach im Keller und das passt dann schon. oder die killen mich gleich am Anfang und alle glauben, ey, cool, Show. Ich habe teilweise geglaubt, dass der Elias eigentlich nur erfunden war und dass der Julian eigentlich Elias ist, also eine Art Reinkarnation oder so irgendwas. Echt okay. Elias heißt. Nicht, dass er von dem Dolch markiert worden ist. Aber wie ist er zu dem Dolch wiedergekommen? Ich habe mir extra entsorgt. Ja, wer weiß. Magisch. Magie. Ja. Zapp. Lösung für alle. Na. Ja. Wer weiß, vielleicht war das Ritual, musste das Ritual ja auch einfach durchgeführt werden. Mir ist so vorgekommen, du wolltest nicht, dass ich einfach so, ja, na, okay. Ich kann jetzt eh nichts mehr machen, ich gehe jetzt einfach. Ich will nicht dann als Nächster da oben liegen, weil ich kenne jetzt alle und die Namen kenne ich auch. Und wenn ich irgendwem das sage, dann bin ich gleich die nächste Person, die da oben ist. Ja, ich spüre immer Angsthasen, ich weiß. Das stört vielleicht einige, aber ich finde es am realistischsten. Weil ja, gerade in Situationen, die man vielleicht nicht kennt, die aber in, wie soll man es nennen, die realistisch sein könnten. Mhm. Weil gerade, wenn man überlegt, die 1920er, da haben wir ja in unserem Interview mit Markus von Gazer Press drüber gesprochen. Ja, nur dass es Erdbeben nur früher war. Ja, aber dass da diese Situationen gegeben hat, dieses Mumienpulver und ich glaube, gerade in den 1920ern wäre es realistisch, dass du an irgendwelche so Typen kommst, die irgendwelche dunklen Rituale durchführen, weil sie glauben, irgendeine Gottheit anzurufen oder irgend sowas, dass das in der Zeit gar nicht so abwegig wäre. Mhm. Ja, man muss ja sagen, es ist allein schon für einen Charakter wie Florence Hastings, die als Frau in der Wissenschaft arbeitet und Reisen macht, wissenschaftliche. Ja, okay, sie hat ein gewisses Standing in der Gesellschaft dadurch, aber sie ist nur immer eine Frau. Mhm. Sie ist kleiner, sie ist schwächer. Sie ist nicht verheiratet. Sie hat im Prinzip kein Rückhalt, sie hat niemanden im Rücken, der ihr hilft. Mhm. Es war nur einer da, dem was wir vorher alles erklären hätten müssen. Für mich war es am realistischsten. Das macht es halt auch aus, wenn du allein spürst. Ja. Oder einen großen Unterschied. Wäre was anderes, wenn ich jetzt irgend so einen Indiana Jones Typen gespielt hätte, der so eine 2 Meter Kanten ist, Mucki bepackt oder was, da hätte ich vielleicht anders reagiert. Aber kleine, schwache Frau. Wer weiß, ob es das Richtige gewesen wäre. Verletzt mittlerweile auch noch. Aber ich würde mich freuen, wenn wir die diversesten anderen Sachen vielleicht auch nochmal in so einer Solo-Session ausprobieren können. Es muss jetzt nicht Cthulhu sein, es kann ja was Fantasy-mäßiges sein oder was Science-Fiction-mäßiges. Ja, da haben wir ja einige Sachen in der Hinterhand. Aber vielleicht hat ja irgendwer einen Wunsch, was er gern als 1:1 sehen möchte. Weil ja. Ich denke, seit Corona gibt es ja wahnsinnig viele Solo-Spiele. Mhm. Erstens mal das. Zweitens mal wird es ja selten eigentlich herzeigt, wie das funktioniert, beziehungsweise gibt es ja vielleicht doch das ein oder andere Paar oder sagen wir mal so, vielleicht Mitbewohner oder so irgendwas,
wo man sich da doch regelmäßiger treffen kann, aber wo eher die Inspiration fördert. Sag mal. Ja. Ja, man muss sagen, es ist leichter, wenn man vorher nicht sich selbst alles ausdenken muss, sondern mal schaut, wie machen das andere. Bei besonders schwierigen Kampagnen wo ich, oder Abenteuern, wo ich den Text nicht so hundertprozentig verstehe, was das Abenteuer ist, was wirklich von mir will, dann schaue ich mir genauso die Actual Plays dazu an. Wie haben Ja, das andere gemacht? Warum stimmt nicht? schon, ja. Also wenn irgendwer da draußen, der zuschaut, irgendwas gerne mal sehen möchte, gern Wünsche in die Kommentare. Wir lesen sowieso alles und kommentieren alles zurück. Es kriegt für uns immer eine Rückmeldung. Und wenn irgendwas Spezielles gewünscht wird, warum nicht? Genau. Ja, hast du einen Wunsch? Möchtest du irgendwas spielen? Irgendwas Spezielles? Im Fantasy-Bereich würde ich gerne Beowulf ausprobieren, nachdem das ja eigentlich genau dafür ausgelegt ist, ein Spieler. Beziehungsweise würde ich gern entweder Vampire für die Gegenwart oder für die Zukunft, Runners in the Dark oder Shadowrun. Also 1 zu 1. Okay. Ich glaube, Runners in the Dark müssen wir mal kurz erklären, was das ist. Das ist Shadowrun Light. ja, es ist eine Mischung aus Shadowrun und Blades in the Dark. Das ist die Mechanik von Forged in the Dark. Beziehungsweise es muss ja nicht Runners in Dark sein, sondern es könnte ja auch Outgun sein für ein Gegenwart-Setting. Ja, wenn wir Outgun, also dann möchte ich erst warten, bis die Druckversionen da sind. Dann haben wir sowieso alle vollständigen Erweiterungen, da können wir alles damit spielen, wenn uns das Ja. System gefällt. Also das wird sich ja hier noch irgendwann einmal zeigt. Dann machen wir vielleicht die Johanna Wick. Oder Harry Potter. Sowas, ja. Oder wir spielen Dresden Files als 1 zu 1 mit Outgun-Regeln. Das wäre cool. Wäre sofort dabei. Darfst du der Derry Preston sein? Na, wenn dann möchte ich das leiten. Okay. Habe ich nichts dagegen. Na dann. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen oder die Folgen. Und lasst einen Kommentar da, ob ihr mehr davon sehen wollt.